Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In dieser Folge bringen wir unsere Besatzung zurück, die in der letzten Folge hier den kleinen Extra-Tank angebracht hat, den wir nun benötigten, um Strom zu produzieren für die restliche Zeit. Was wir jetzt aber zum Abheben machen werden, ist, dass wir den Bohrer erstmal einfahren. Beide. Und die Beine ausfahren, weil beim Abheben könnte es natürlich passieren, dass es einige Ungereimtheiten sind. Und da ist es, glaube ich, besser, wenn wir mit Beinen fest auf dem Boden sind. Bedeutet, Beine erstmal ausfahren. Jetzt stehen wir stabil auf dem Boden. Da sind die Triebwerke unten, die wir eigentlich alle deaktivieren können. Haben es alle nicht mehr nötig. Die Checklisten und dann, okay, und dann müssen wir schauen, in welche Richtung wir am besten fliegen. Aber Leute, ich würde sagen, abheben in 3, 2, 1, let's go. Wir sind aus der Haltung raus. Explorer hebt ab und geht in orbitales Manöver über. Alles läuft bis jetzt nach Plan, perfekt. Wie schaut unser Orbit aus bis jetzt? Perfekt, so wollen wir das. 20 Zündungen hat es noch, jetzt tun wir die Solarmodule ausfahren. Wie gesagt, das ist sozusagen auch die Kapsel, mit der ich aktuell die Mission zur Mann Station mache. Sehr praktisch, klein und einfach gebaut. Und jetzt würde ich gerne hier hinwechseln. Weil bis die oben ist, ist es eh später. So. Come on, come on. Wo bleibt's denn? Wo bleibt denn die Station? Und ihr seht jetzt außerdem dieses Video einen Tag später. Also wenn ihr das seht, ist es 11 Uhr, wo eigentlich Voxel Tycoon kommt. Voxel Tycoon kommt jetzt heute um 3 circa. So, okay, das Teil steht auch noch. Habe ich dann den noch runter dran gebaut? Oder warum konnte das? Naja, habe ich sogar schon. Rein theoretisch kann sich das selber umsetzen. Da war was. Das ist halt ein bisschen stabiler, weil oben kein Gewicht auch mehr ist. Bohrer einsetzen. Soll aufhecken zu wackeln. Dann kann ich einfach das Gimbal ausschalten. Kadering frei. Arretiert. Arretiert. Arretiert, den kann ich jetzt hier wieder anmachen. So, perfekt. Dann kann die Wasserextraktion weitergehen. Und unsere Wassertanks, die hier irgendwo verbaut sein sollten, ist das hier offen? Ah, dockt, okay. Jetzt sind wir wieder eine Einheit. Perfekt. Wasser sollte sich jetzt gut hier auffüllen, oder? Es sollte auf jeden Fall Wasser nachkommen, ne? Kann ich das jetzt gerade nicht, weil meine Facecam drüber ist. Minus 0,1. Ja, okay, sind nicht die größten Bohrer. Aber sie produzieren Wasser. Und das ist schon mal was. Finde ich. Gut. Dann lassen wir das hier währenddessen weiterlaufen. Wir können hier rein theoretisch später weiter andocken. Also eine Testoberflächenstation vielleicht sogar. Und so weiter.
Wasser extrahieren wir ja jetzt immerhin, ne? Aber ich glaube, dafür müssten wir eine größere Station zum Bohren bauen. So, jetzt aber zurück zur eigentlichen Mission. Die hier kann währenddessen weitergehen. Wechseln zu. Ah, schön, wenn was mal funktioniert. Und es ist das erste Mal, dass wir wirklich Technik auch verwenden. Jetzt brauchen wir als nächstes dann nur noch Transporter und alles. Jetzt muss alles dann ein bisschen andere Maße annehmen. Ich denke, eher als nächstes sollten wir vielleicht so eine einfache Landing Stage machen. Wir brauchen dann einen Recycler auf jeden Fall oben für Teile, die wegkommen sollen. Wäre das ganz praktisch. So, Tildor, Bob und Herga sind auf dem Weg wieder nach Hause. Sie sind auf den Tiefen unterwegs und freuen sich wieder nach Hause zu kommen, würde ich sagen, ne? Ah, so, lass uns aber mal vorspulen währenddessen, bis wir ganz oben sind. Ich glaube, das ist gar nicht eine blöde Idee. Schießen wir mal in die Weiten des Internets. Das ist gleich gar nicht mal so blöd. Des Internets. Des Weltraums wieder zurück. Wir müssen nach da vorne. Jetzt sieht man gar nichts, es ist alles dunkel. Man sieht nur die leichten Strahlen jetzt. Vorspulen. Anpassen. So. Runter bis auf unter 70 auf jeden Fall. Oh lol, warte mal. So, okay. Flugbahn ist angepasst. Jetzt nur noch hinspulen. Muss ich alles anpassen erst. So. Hier vorspulen. Da kommt die Sonnenseite wieder. Und Minmus. Da unten waren wir gerade eben noch. Und jetzt sind wir schon im Weltraum. Wieder zurück zu Kerbin. Eine wunderschöne Sache. Es funktioniert echt alles mal wie am Schnürchen. So. Jetzt schauen wir kurz. Wir sind kurz davor. Perfekt. Alles durch. Oh, dieser Blick ist schon wieder toll, ne? Wieder ein schöner Ausblick. Und starten. MS und alles drum und dran, das ist perfekt sowas geeignet auch immer wieder. Also wenn wir eine Station hier hätten, ich glaube, ich hätte keine Concern, dass wir es nicht schaffen würden, einigermaßen hier hinzukommen. Vor allem mit der so, Position passt. Wie schaut es mit dem Orbit aus? Weiter reduzieren. 55 ist das Ziel. Oh, jetzt, ja. Ja, warten, bis wir da vorne gekommen sind. Hier vorspulen. Muss immer gucken, weil da sind 17 Tage. Hm, komisch. Wir schießen los. So, gegen den Periapsis. Passt. Und jetzt würde ich sagen, fliegen wir noch mal 7 Tage lang
Wo ist denn das Teil? Da ist es. 7 Tage fliegt es jetzt Richtung Kerbin zurück. Das haben wir es gerade gesehen. Da. Da fliegt es vorbei. Perfekt. Wir kommen aber von oben. Wir sehen die Polarregion hier schön. So sind wir auch lange nicht mehr angekommen. Vorteil ist natürlich, wir haben wirklich eine halbe Seite lang Licht. Was habe ich jetzt? Wo habe ich jetzt hingewechselt? Wo habe ich hingewechselt? Ich habe gedacht, da stand Vorspulen. Welchen Blödsinn habe ich jetzt angedrückt? Hä? Ist das nicht an unsere uralten Missionen? Hallo? Du fliegst ja immer noch. Scheint aber auch gut zu gehen. Ich wollte eigentlich zum Mann Explorer. Wechseln zu. Wie ich auch immer da hingekommen bin. Hupsi. Das war nicht der Plan. Das war nicht der Plan. Das war nicht der Plan. Wir wollen landen. Wir wollen landen. Wow, wow, wow. So. Hier vorspulen. Jetzt kann ich vorspulen ohne dass ich. Alter, schaut lustig aus mit dem grünen Zeugs. Wir durchqueren alles Wichtige. Vorspulen abgeschlossen und jetzt noch einen Geschwindigkeitsverlustbörren am besten gleich machen. Also auf die 90.000 kommen sowas. Wir reduzieren die Geschwindigkeit nochmal um einiges. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Vor allem, weil wir hier auch relativ weit runterkommen sollten, wenigstens. Ist gleich wieder angebracht in dem Fall. Wir werden es nicht 100% reduzieren können, aber wenigstens so weit burnen. Das ist ja, so schaut schon mal einiges besser aus, weil wir müssen ja auch hier irgendwie runterkommen einfach. Schnell weiter reduzieren. Sinkt der weiter, genau, perfekt. Bis zum letzten bisschen. Abdocken und jetzt gegen die Richtung. Sollte der hoffentlich so fallen, dass... Aber wir kommen auf jeden Fall nicht mehr aus der Atmosphäre raus. Das ist schon mal vorteilhaft. Dafür sind wir mittlerweile zu tief. Schauen wir, wo wir landen. Jetzt bin ich gespannt eher. Weil der ist jetzt bei 40. Okay. 39, 38, 37, 36, 35. Und weiter sinkend. Und wollen wir das? Es geht immer tiefer. In die Atmosphäre. Status adjustiert.
Wir sind aber auch nur so leicht in der Atmosphäre drin, weil man sieht, wir sind nur in der leichten Burn-Phase drin. Wir sinken doch nicht wirklich. Je mehr sinken anfangen, desto stärker wird der Widerstand. Wir sind so genau an der Höhe, wo wir brennen anfangen. Das ist perfekt, irgendwie perfekt geeicht gerade. Ist echt ungut. Eigentlich. Na schon, jetzt sinken wir weiter. Jetzt wird's wahrscheinlich auch langsam immer stärker. Wenn man so sieht, haben wir eigentlich die perfekte Eintrittsstufe erreicht. Aber wir ganz langsam und sachte bremsen. Jetzt gehen wir vorher teilen. Jetzt wird's unangenehm. Jetzt sind wir bei 1G. Jetzt sind wir bei 2G. Bei 3G. Maximal 3G, das ist gut. Das war ein guter Eintritt, du. Jetzt fahren wir auf 10.000 Meter und dann öffnen wir die ersten Fallschirme. Alles ausschalten. Die hält sich eh selber im Place, von daher. Aber so wollen wir halt auch nicht unbedingt immer weiter. Jetzt schießen, jetzt haben wir immerhin wieder eine Kapsel verloren. Eine Flugkapsel, eine Transportkapsel. Ist ja nicht im Grunde der Sinn hinter dieser Invention, ne? Der Sinn dahinter ist ja eher, dass wir irgendwann 100% reusable sind. Dass wir jetzt nicht unbedingt sind. Nicht unbedingt. Also jedes Teil sollte entweder wiederverwertet werden oder verbraucht oder wieder zurückgewonnen werden. Aber nicht in der Atmosphäre verbrennen lassen, wie wir wahrscheinlich jetzt mit der Kapsel gemacht haben. So, jetzt sind wir bei 10.000. Dann kommen wir, gehen noch auf 8 oder 7. Irgendwas so. Fallschirm auf. Bremsfallschirme. Bei 4 öffnen wir den Hauptschirm. Oder machen wir 3, der hält. Und Hauptschirm. Sollten langsam die Bremsschirme wirken. Yep. Bremsschirme wirken. Haben uns runterzogen. Perfekt. So wollen wir das. So wollen wir das. Jetzt geht der große auf. Gehst du auf grau? Jetzt. Jetzt geht er auf. Perfekt. Und jetzt gleiten wir gen Boden. Eine Minmus-Mission seit langem mal wieder, Leute. Eine Minmus-Mission. So wollten wir das. So wollten wir das. Schön, 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 schön. Echt schön, dass es sowas wieder mal funktioniert hat. Und auch so reibungslos eigentlich gelaufen ist. Neben dem Absturz der ersten Mission, wo halt sowas schief gelaufen ist. Aber hey. Kerbels sind safe am Boden. Wir bergen jetzt das Raumfahrzeug. Und in der nächsten Folge müssen wir schauen, was wir machen. Am beschlossen wäre ja, wenn wir irgendwie so eine kleine Kapsel. Eine kleine, also halt eine kleine, ein kleines Modul hochschicken, in dem die Kerbels fürs Erste leben können. Und auch vor allem einen Rover vielleicht, der dann in Zukunft Sachen rangieren kann, mit einem Greifarm oder sowas, einem kleinen, der das dann packt und dann von A nach B bewegen kann, damit wir die Station anpassen können. Da fliegt mir was vom Mund rum. Und damit sollten wir doch eigentlich relativ stabil stehen, denke ich, ne? Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.